Der Sommer ist da und wir sind bei Tobi im Revier. Was machen wir denn heute? Ja, wir werden jetzt ein, zwei Revierarbeiten machen, also nur eine Kleinigkeit. Und dann machen wir es los, Hörstock, gucken nach Rehwild, Schmalreh oder ein Böckchen oder sowas, was sich so zeigt. Und dann nutzen wir die Gunst der Stunde, wenn die Dämmerung da ist, und behüten, bewachen ein bisschen ja, die Rapsfelder oder eine Wiese, ob die Sauen rauskommen. Und dann gucken wir, ob wir noch ein Schweinchen kriegen, vielleicht ein Stück Rehwild. Ja. Super, ich freue mich drauf. Attacke, bald mal Zeit. Bald mal Zeit. Viel Spaß. Wir haben mal Weizen überall. Aber der ist noch nicht der Milchreif. Also. Man sieht auch, wenn man die Spuren lang guckt, da ist noch nichts. Das heißt aber nicht, dass die Sauen nicht durchwechseln, auch jetzt schon. Ein Lebenstein. Ja, würde ich sagen, dass man natürlich jetzt hier Ruhe lässt und schnell weg, wenn man hier jagen will. Ich bin so dreist, ich bin jetzt ein Salzleckstein dahin, der fehlt. Frech. Das war uns wieder unsere eigene Chance, aber nein, das ist Jagd. Kommst du mit in den Busch? Immer hier durch. Mit diesem Rapsschlag ziehen die immer hier schön Wäldchen durch. Über uns ist der Rapsschlag schwer, sich zu positionieren, nur mit einer Leiter oder so. Wir gucken später mal, ob so zufällig was auf dem Weg zu sehen ist. Dann sollten wir wieder gut, wenn wir hier drin sind. Dass sich jetzt mal den Waldboden anguckt, was hier an Eichen hochkommt allein. Stimmt, die Eichen? Das ist Naturverjüngung. Überall. Flecken, Flecken. Flasche. Überall Müll rum, leider. Meine Bande. Meine Bande. Scheiße. Jetzt schon Durst. Wie Durst? Durst. Wasser? Ja. Ach so. Gleich kriegst du einen Schluck Wasser. Da drüben sehe ich schon, die Kamera hat natürlich einen Mordsblick. Da sehe ich schon, dass da Wild durchgewechselt ist, durch den untersten Schlag auf der Gegenseite. Ist hier mal eine Sau gewechselt. Und meinst du, hier liegt gerade eine? Was spürst du? Hör auf deinen Instinkt. Ich glaube nicht. Nein, ich glaube auch nicht. Seht ihr, wie vertraut die sind?
bräuchte ich mal wieder was für die Truhe, um ehrlich zu sein. Schon wieder. Das passt so. Schon wieder weitestgehend alles, durch das du auch immer so einen Hunger hast. Ich jetzt? Mhm. Du hast es eigentlich immer. Ein halbes Reh auf einmal isst, ist das auch nicht nachhaltig.
40 Meter. Puh, hat alles gepasst. Ich habe einen Pürstock aufgebaut, hat die Waffe drauf liegen gehabt. Sicherer Stand. Nur wieder dieses Ansprechen, also zwischen die Läufe gucken letztendlich, ob es eine Ricke ist oder ein Schmalreh. Ich glaube, es war ein Schmalreh, aber ich habe es noch nicht ganz genau angesprochen gehabt. Also, wie man da gesagt, final angesprochen gehabt. Und zwar am Esen und auf einmal. Ja, mit einem Satz springt es ab. Ich kann es mir nicht erklären. Also gehört hat es uns nicht, gesehen hat es uns nicht. Entweder war wirklich eine kurze Windrose, Windböe. Aber absolut schade. Es stand drei Meter weiter und dann stand es komplett frei. Aber ja, es ist auch im Wald abgesprungen, weil wir es nochmal unten hergelaufen haben. Gehofft, dass es unten am Waldrand noch steht, aber leider nicht. Gute Chance gewesen, aber tja. Gesehen. Ich habe eben gerade nur zu dir gesagt, vielleicht ging die Ricke den wieder raus. Jesus Maria. Hat der gezeichnet? Hat der gezeichnet? Ja, der hat. Meiner Meinung nach, ich habe mit bloßem Auge konnte ich den auf dem Blatt den Schuss sehen. Vielleicht ein bisschen tief, aber. Der müsste eigentlich liegen da drüben. Wie abstrakt war das jetzt? Da stand als die Ricke und ich habe nur geguckt, sag ich, ja, warum ist denn die Ricke jetzt so heller geworden? Und habe ich geguckt. Wir gucken jetzt, wir haben ja gesehen, wo er rein ist. Deswegen war es jetzt schon dämmerig oder dunkler. Jetzt nicht beim Anschuss, wir wissen aber, wo der Anschuss ist. Wenn es wirklich Probleme gibt, dann setzt man den Hund am Anschuss an, aber wir haben uns die Stelle genau gemerkt, wo rein ist, das immer ganz wichtig, auch nach dem Schuss, sich nochmal zu konzentrieren, weil sonst sucht man und sucht und sucht. Super, danke dir. Bis gleich. Boah, wird schön nass. Er kommt. Na gut. Oh. Hey, gut, wie? Hallo. Ja. Er hat auf jeden Fall zeichnet. Auf der Kamera, man könnte fast sagen Laufschuss, aber ich bin der Meinung, es ist tief platt. Ja, ja, ja. Ja, also Reckenlauf baumelt zwar, ja, aber wenn du ja, so. Ja, das hast du ja beim Plattschuss. Ja. Und da ist er mit einem Satz da unten rein. Ich habe nochmal ein Taschentuch hingegangen, wo. Nur wir haben jetzt gar keinen Schweiß. Aber auf der Kamera siehst du auf jeden Fall auch Schweiß am Blatt. Okay. Tief platt, sag ich mal.
wenn er nochmal darüber geht, dann brechen wir ab. Ja, das ist gut. Wenn der Rücken zur Kupplung ist. Ich schreibe dem Karl-Heinz mal. Hey, kannst du einen super Meter mitnehmen, jetzt wenn du da rumfährst? Och, ich denke eigentlich, du könntest laufen. Ja, können wir auch machen, oder? Sind wir fit? Ja, klar. Genau, auf jeden Fall, das halt mich am Laufen, wenn es gut ausgeht, bestenfalls. Adios. Tschüss. Du, ne? Ich brauche gerade ein bisschen Nervennahrung. Ja, nicht so gut irgendwie. Der Abend hat eigentlich so gut angefangen mit allem. Drin und dran, sagt man denn. Zip und Zap. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon auf Kamera gesehen habt, hat er Bockschuss. Nach unserer ersten Einschätzung haben wir vermutet Tiefblatt. Aber wir werden wahrscheinlich im Nachgang uns das alles nochmal anschauen, ob es wirklich Tiefblatt ist oder ich hoffe einfach nicht, dass es ein Laufschuss ist. Jetzt geht das Licht aus. Warnkreuz. Ich muss das vorne anmachen. So, Licht ist wieder an. Und wir hoffen nicht, dass er einen Laufschuss hat oder einen hohen Laufschuss. Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass er jede Sekunde umfällt. Und das macht mir jetzt natürlich auch zu schaffen. Wir haben ja eine kurze Nachsuche gemacht, hatten auch Schweiß dann bestätigt, aber haben den Bock nicht bekommen. Was absolut ärgerlich ist, hat natürlich zur Jagd dazugehört, aber mir lässt das keine Ruhe und es geht wahrscheinlich vielen so. Die Nächte sind dann sehr unruhig. Ich habe jetzt gerade einem Nachsuchenführer geschrieben, ob er morgen früh Zeit hat, der ganzen Sache nachzugehen oder weiter nachzugehen. Und wir werden uns gleich das Filmmaterial nochmal angucken und per Slow Motion oder ja, dass wir wirklich vielleicht nochmal ganz genau schauen können und eine bessere Einschätzung haben. Sitzt der Schuss auf dem Blatt, aber das ist trotzdem kein gutes Zeichen. Jeder kennt das, wenn der Treffer gut sitzt, weiter als 50 Meter ist schon die Ausnahme oder das heißt 80 Meter, dann liegt normalerweise das Stück. So ist es jetzt nicht. Das heißt, ja, eigentlich wollten wir jetzt noch auf Saunen rausgehen, aber ich muss ehrlich sein, das nimmt mich jetzt auch ein bisschen mit und die Motivation ist jetzt im Keller und der Kopf ist jetzt auch nicht da, wo er hingehört und dann ist es besser, für heute mal nicht weiter zu jagen, sondern erst das eine abzuschließen und ja, hoffentlich erfolgreich. Hinter uns hört man gerade Rehwildschrecken. Wir sind jetzt gerade am Ort des Geschehens, den nächsten Morgen. Wir sind gestern Abend haben sozusagen abgebrochen, so nach 300 Metern. Leider ohne Erfolg und haben dann alles mobil gemacht. Und jetzt warten wir gerade auf ein Nachsuchengespann, was gleich kommt. Und dann gehen wir der ganzen Sache weiter nach. Ja, ich habe ein bisschen kurze Nacht hinter mir. Ich glaube um 23:30 oder um 12 eher gesagt, war mal zu Hause. Und dann bin ich um 4 oder 4:30 wieder raus und bin heute Morgen noch Wiesen abgeflogen zur Kidsrettung. Und ja, jetzt hoffen wir, dass alles gut geht, dass wir den Bock bekommen. Es ist natürlich ziemlich warm. Auch wenn wir ihn finden würden, ist er wahrscheinlich verhitzt, also wahrscheinlich nicht mehr zu verwerten. Aber trotzdem lässt das einem keine Ruhe und wir machen alles mobil, dass wir den Bock kriegen, egal. Ja. Hoffentlich tot, kann man so sagen, auch wenn er dann verhitzt ist und das Wildbrett vielleicht verworfen werden muss. Aber wir lassen uns überraschen und hoffen auf ein Happy End, auf den, ich glaube, doch braven, abnormen Bock, den man nicht alle Tage sieht. Aber unabhängig davon, ist ganz wichtig, dass man immer dieser Sache nachgeht, sowas nicht ungeklärt lässt. Also ich könnte damit nicht weiterleben, nicht zu wissen, was jetzt wirklich Sache ist, ohne alles versucht zu haben. Oder eher gesagt, ich selbst kann gar nicht viel ausrichten, deswegen kann man froh sein auf solche
nachsuchen, Führer nachsuchen, Gespanne, die uns Jägerschafter extrem unterstützen. Und ja, Hut ab vor dieser ganzen Angelegenheit, die so viel mit Leidenschaft, Passion und Überzeugung so Arbeit ausführen, weil, ja, sind wir ehrlich, ohne diese Leute wären wir, oder ohne diese Hunde auch, aufgeschmissen. Wir, ja, würden jetzt in Ungewissheit leben und ja, das sollte ja kein Jäger befriedigen. Der Schuss ist schnell draußen, letztendlich, wenn man das so betrachtet. Wir haben wieder in die Natur eingegriffen und ja, sind dem Wild das schuldig, das auch zu klären oder ja, eher gesagt, Leid zu verhindern. Also, wir warten jetzt, es wird schon ziemlich warm. Ich glaube, heute wird es um die 30 Grad werden. Und jetzt warten wir auf den Nachsuchenführer, erläutern ihm die Situation von gestern, zeigen ihm gegebenenfalls kurz den Videoausschnitt dazu, damit er sich ein Bild davon machen kann und drückt die Daumen, dass es ein schöner Tag wird. So, wir waren jetzt, ich glaube, zwei oder ja, knapp drei Stunden auf Nachsuche mit dem Nachsuchengespann. Mussten leider ja, abbrechen, hatten keine Bestätigung mehr, kamen nicht weiter. Etwas Schweiß war zwar da, aber es verlief sich dann im Wind, so kann man es sagen. Und ja, stehen wir hier ohne Erfolg. Das gehört leider auch dazu. Der Fehler liegt meist beim Menschen oder jeder Jäger oder Jägerin kann sagen, das ist mit Sicherheit schon jedem passiert. Alles andere würde ich nicht glauben. Das Wichtige ist nur, dass wir immer alles mobilisieren, was möglich ist, um ja, ordentlich nachzusuchen. Jetzt waren zwei Nachsuchenführer da und kamen nicht weiter und mehr können wir leider nicht tun an dieser Stelle. Ist gerade etwas deprimierend und schade. Den Bock hätten wir, glaube ich, gern gehabt. Aber wir gehen davon aus, dass er ja vielleicht sogar noch am Leben ist. Und wir haben uns dazu entschlossen, die nächste Zeit dafür zu opfern, weil dann auf diesen Bock zu jagen. Ob wir ihn in den Anblick kriegen, wissen wir nicht. Also an dieser Stelle erstmal seid gespannt. Wir geben Gas, wir gucken, dass wir uns abends an die Stelle positionieren, wo wir geschossen haben, und unten drunter ist noch eine kleine Wiese, da werden wir schauen und vielleicht lässt er sich wirklich noch mal blicken und es gibt auch noch ein, ja, ein trauriges Happy End in dem Sinne, aber wir versuchen trotzdem, ja, das nicht einfach so, ja, das nicht einfach vergessen, sondern ja, weiterhin drauf jagen und gucken, dass wir den wirklich noch in Klammern erlösen können oder in der Art und Weise und ja, Geschichte zu Ende zu bringen. Weit man sei. Guten Morgen, Lars. Guten Morgen, Gemeinschaft. Ja, der erste Morgen. Ich konnte heute Nacht schlecht schlafen wegen dem Bock und bin um 4 Uhr wach geworden und bin rausgefahren, um hier auf dem verlorenen Bock weiter zu jagen. Leider ohne Erfolg. Ich hatte zwar gut Rehwildanblick gehabt, bei jedem Stück verhofft, angesprochen und gehofft, er ist es, aber ja, leider nicht. Fast 7 Uhr.
Und ja, wie gesagt, der erste Ausgang leider ohne Erfolg auf dem verlorenen Bock. Wir bleiben dran. Vielleicht geht es sogar heute Abend weiter oder ja, spätestens morgen. Wir haben einen ganz guten Plan. Bin jetzt durch den Wald gepirscht, dafür zum ja, Rückweg her. Ziemlich lang, wo man sehr leise pirschen kann. Und ja, tja, jetzt nach Hause. Lässt einfach keine Ruhe und dann, ja, wie gesagt, geht's heute Abend oder morgen weiter. Bleibt dran, wir geben Gas, dass es doch noch zum Erfolg kommt. Was wir jetzt zusätzlich machen, ist zwei Kameras aufhängen in Ecken, wo ich ihn vermute oder ja, wo ich einen Einstand vermute, um vielleicht ja unterstützend mit der Technik zu sehen, ob er noch lebt. Und ja, das ist zwar jetzt, wir werden trotzdem weiter jetzt unabhängig davon von den Fotos drauf jagen, aber vielleicht kommt das ein oder andere Foto und wir sehen ihn. Wir schauen.